Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir müssen unbedingt mal unser Inventar leeren. Und ja, ich habe es leider noch nicht geschafft weiterzuspielen, was wiederum bedeutet, dass der gute Met des Frostwiderstandes wahrscheinlich noch nicht fertig sein wird. Es tut mir sehr leid, aber die Zeit hat es nicht hergegeben. Deswegen müssen wir gleich mal gucken. So, ich blende jetzt heute endlich mal wieder Kommentare ein. Sorry dafür, dass ich es die letzten zwei Folgen nicht geschafft habe. Ich hatte auch einen netten Kommentar. Da einerseits wegen dem Wolfsumhang. Da brauchen wir noch eine Trophäe für. Dann brauche ich danach nicht googeln. Vielen Dank dafür. Und jetzt lasst mal kurz schauen. Das habe ich bei Fell mit reingeschmissen, ne? Genau. Und außerdem, was stand noch drin? Silber ist auch so eine Ader. Die sollen wir vorher ordentlich ausbuddeln. Da kommt noch mehr bei rum. Und ja, was stand noch drin mit den Drachen? Dass ich mich mal auf den ersten Drachen-Raid freuen soll. Weil ich ja in der letzten Folge erwähnt habe, dass ich die Drachen eigentlich ganz nett finde. Ja, ich ahne Schlimmes. Ich denke mal, es wird passieren, sobald wir die Drachenmutter getötet haben. Und wenn dann Angriffe kommen mit Drachen, ach, da habe ich gar keine Lust drauf, ehrlich nicht. Dann haben wir so einen schönen Graben und alles drumherum gezogen und dann kommen die wahrscheinlich hier zur Zehnt angeflogen und bomben uns komplett weg. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als eine komplette Steinkuppel drüber zu bauen. Das kriegen wir doch hin. Kostet bestimmt nicht so viel Stein. Nee, Quatsch. Ich habe erstmal die Schnauze voll mit Stein. Steinsammlerei. So, wir haben hier oben noch Obsidian. Jetzt haben wir wiederum dafür überhaupt gar keine Kiste. Ich packe das jetzt mal bei Metall mit rein, auch wenn es wahrscheinlich eher Stein ist, aber lässt sich irgendwie leichter merken. So, dann haben wir hier noch ein schönes Nixenschwänzchen. Und dann passt das doch. Ein bisschen Holz noch. Dann müssen wir eh gleich mal gucken, was unsere Tränke angeht. Wir haben noch ein gesunder Met und mittlere Ausdauer und hier haben wir noch geringe Ausdauermets. Die brauchen wir echt unbedingt. Hat uns das letzte Mal wirklich den Arsch gerettet. Liegt denn hier noch drunter? Ich weiß es nicht. So, wir legen uns mal eine Runde schlafen, dann vergeht ein bisschen mehr Zeit. Und dann gucken wir mal, wie weit der Met ist, dass wir auf jeden Fall wieder ins Gebirge können. Ich habe ziemlich Bock, da noch mehr Silber und so weiter ranzuholen, weil aktuell können wir noch nicht so viel. Wir können das Silberschild bauen. Ich glaube, das können wir uns schon leisten, aber ich würde ganz gerne erstmal... Ich überlege, heben wir das Silber auf? Wie viel haben wir jetzt an Silber? 11 Stück. Man sieht auch noch so verdammt ähnlich aus wie Zinn. Es ist ein bisschen heller. Ja, ich überlege, bauen wir uns ein Silberschild? Ich sag mal, schildtechnisch müssten wir langsam wirklich mal ein bisschen aufrüsten. Oder sparen wir uns das Silber noch, um uns dann endlich den Umhang zu bauen, dass wir nicht mehr so viele Mets brauchen? Das ist jetzt die große Frage. Die Sache ist, wir brauchen halt eine Wolfstrophäe, was halt wiederum bedeutet, wir müssen einen Wolf mit einem Stern töten. Und die haben es halt echt in sich, die Wölfe, gerade wenn die da noch einen Stern haben. Ich glaube, wir basteln uns tatsächlich erstmal das Silberschild, dass wir ein bisschen mehr verteidigen können gegen die Wölfe. Und ich denke mal, das nächste Silber sollten wir auch relativ schnell finden. So, jetzt lasst mal gucken, wo war das Silberschild? Irgendwo hier war es, hier ist es. 75 Block wert. Eiserne Turmschild genauso, ne? Aber das ist halt dieses Riesenteil. Was steht jetzt hier? Ach, man kann verschiedene Stile bauen. Gibt's das schon immer? Bronzehelm? Nö, bei dem ging's nicht. Bronzeschild? Ging auch nicht. Eisenspitzhacke auch nicht. Jetzt will ich mal kurz durchgucken. Bei den Beinschienen auch nicht, ne? Nee. Da scheint das jetzt erst gerade bei dem Silberschild zu funktionieren. Das ist ja cool. Gibt es verschiedene Stile? Ich bin mir noch nicht sicher, was wir uns bauen. Also das nicht, das sieht zu dolle nach Holz aus. Wenn dann schon eher hier drüben die Geschichte. Ein bisschen Farbe reinbringen wäre natürlich auch cool. Es ist halt die Frage, können wir das dann auch bei der Rüstung? Hier gibt es keine Stile. Das sieht irgendwie so nach Leder aus und das sieht so ein bisschen nach Eisen aus. Wolfspelz und Silber brauchen wir dafür. Okay, also scheint es erstmal nur bei dem Schild zu gehen. Bei dem eisernen Turmschild wäre es auch noch gegangen.
Ach hier, verstärktes Schild, da wäre es auch gegangen. Das ist ja cool, ist mir noch nicht aufgefallen. Denk mal, wir machen uns das aber hier in dem Look, oder? Was meinten ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber ich glaube, wir haben halt nicht wirklich was anderes, was farblich ist. Deswegen gefällt mir das eigentlich am besten. Aber schreibt mal mit rein, was euch gefällt. So, 10 Edelholz, 8 Silber. Genug gequatscht. Wir brauchen 8 Silber. Na ganz ehrlich, da haben wir 75, aktuell haben wir 50. Das ist einfach mal 50% mehr. Das ist schon ziemlich cool. Und Edelholz, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube 10. Ich habe jetzt einfach mal das ganze Stack in die Hand genommen. So, Silberschild herstellen. Bam. Wir haben's. Ach nein. Ah. Ich bin auch schlau, da sage ich zu euch, schreibt es in die Kommentare, obwohl ich es direkt danach herstellen möchte. Und jetzt habe ich es in diesem hässlichen Holzstil. Ah. Ach Mann. Na gut. Ja, so schlimm sieht es gar nicht aus. Wir sehen es eh immer nur von hinten. Da war ich auch wieder richtig schlau. Wir wollten es doch jetzt gleich bauen. Warum fragen? Oh nein. Ein Sumpfangriff. Prinzipiell cool. Können wir gleich mal wieder gucken, was unsere Verteidigung macht. Müssen bloß mal gucken, von wo die kommen. Hier kommen die ganzen. Das sind nur Schleimlinge, oder was? Ihr könnt mal mitmachen. Sind es wirklich nur Schleimlinge? Die nächste da unten fühlt sich als Teil des Sumpfes, ist sie aber nicht. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Eigentlich waren das bis jetzt immer Torger. Aber jetzt kommen hier die Schleimlinge. Wollen mal zeigen, was die so können. Ah, ihr seht's, die Verteidigung funktioniert perfekt. Gott, was haben denn die hier alles schon kaputt gemacht? Müssen wir nur mal abwarten, bis der erste Drachenraid kommt. Ich bin echt gespannt. Kommen die hier hochgesprungen? Weil die können halt echt weit hüpfen, ne? Bloß nicht runterfallen, das wäre ganz schlecht. Die Schleimmasse waren die, die sich nochmal teilen, ne? Ja, brauchen unbedingt den Torga-Reißzahnbogen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Folge nochmal ins Gebirge. Je nachdem, ob der Met fertig ist. Wenn nicht, dann machen wir mal in den Sumpf und holen uns mal ein bisschen von dem Glibber, damit wir dann zeitnah den besseren Bogen herstellen können. Ah, das dauert ja Ewigkeiten, die alle zu besiegen. Ich meine, die hauen ja gleich wieder ab. Man muss ja nur eine bestimmte Zeit in dem roten Kreis drinstehen, dann hauen die irgendwann wieder ab. Ich möchte jetzt bloß nicht auf Nahkampf gehen, weil ich habe keinen Giftwiderstand einstecken. Deswegen dann doch lieber so. Weil mit unserem Streitkolben wären wir da in 3 Sekunden durchgerockt, aber die Vergiftung ist halt doch schon krass. Und da ist es vorbei. Und jetzt hauen wieder alle ab. Oder auch nicht. Warum haut ihr nicht ab? Sieht schon irgendwie eklig aus. Ne, die hauen irgendwie nicht ab. Ich kann mal wissen, ob man sich so einen Fisch holen kann. Ach, Leute. Gut, die bleiben jetzt für immer hier. Wir holen uns doch mal schnell den Giftwiderstand, würde ich sagen. Und metzeln da mal schnell durch. Dass wir die los sind. Ey, nein, er hat es wirklich hoch geschafft. Ich fasse es nicht. Na komm her. So, Nummer 1. Das war jetzt der einzige. Alle anderen sind abgehauen. Ja, die wollen so langsam zurück. Nö, jetzt seid ihr einmal hier. Was gab's denn von denen eigentlich? Schlamm gab's. Weiß gar nicht, wofür wir das brauchen. So. Ah, die machen hier alles tot, ne? Ich auch noch. Können wir mal gucken. Hier hat es doch überall gefunkelt. Es liegt hier schönes Knochen. Stein, Grauzwergenauge. Ein Grauzwerg hat es erwischt. Hier anscheinend noch ein Reh. Oder ein Hirsch. Naja, okay. Bisschen was haben wir doch bekommen. Inventar schon wieder komplett voll, ne? War eine halbe Folge schon wieder rum und wir haben es noch nicht mal geschafft, annähernd in Richtung Gebirge zu gehen. Tut mir wirklich sehr leid, aber ab und zu kommt halt mal sowas dazwischen. Aber unser Graben und unsere Mauer funktionieren, das finde ich halt mega geil.
Hat sich die ganze Arbeit gelohnt. So, den Schlamm, den hatten wir doch letztens erst gefunden. Den hatte ich hier in irgendeine komische Kiste. Ich glaube hier beim Gebirge mit rein, genau. Dann brauchen wir einmal Fell. Wir brauchen einmal Stein. Wir brauchen Harz. Wir brauchen Leder, 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 Leder. Da oben ist Leder. Augen haben wir noch. Fleisch ist drüben. Ansonsten haben wir noch Holz. Also Fleisch hier. Nächsten Fleisch hier unten. Ein bisschen Holz und Knochen noch. So. Holz und das andere war Edelholz. Perfekt. Dann haben wir unser Inventar wieder einigermaßen leer. Das haut hin. Wir gucken mal kurz oben, was der Fermentierer macht. Sei nett, sei nett. Nein, verdammt. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt doch nochmal schnell in den Sumpf. Dafür brauchen wir aber Holz. Die 20 Stück wären eigentlich schon ganz gut. Und wir brauchen den Bauhammer. Bauhammer, Bauhammer. Denn dann fangen wir jetzt mal an, das Glibber abzubauen. Davon haben wir nämlich, ich glaube noch gar nichts. Oh, guck mal, hier ist ein Fisch am Wasser. Wir müssen ihn wieder reinschubsen. Ich kann ihn aufheben. Hoher Fisch. Also da kann man anscheinend doch sammeln und essen. Also macht ja Sinn, aber ich wüsste nicht, wie man sich eine Angel herstellt. Oder wir hätten wirklich schon viel, viel eher mal einen Speer bauen müssen. Vielleicht kann man die mit dem Speer geil jagen. Ah cool, den hauen wir dann mal auf den Grill. Mal gucken, ob da vielleicht neue Rezepte bei rumkommen. Oder generell, was der Fisch so an Werten hat. Schön, dass uns das in Folge 130 und irgendwas auffällt. Aber naja, wir sind ja auch so ganz gut durchgekommen. Auf in den Sumpf. Bisschen Glibber sammeln. Sollten wir bestimmt noch schaffen. Ich weiß nicht genau, wie viel Glibber wir brauchen. Ich habe jetzt vorher nicht nochmal nachgeguckt, aber wir sammeln einfach mal ein bisschen und dann müssen wir eh nochmal Silber finden. Und dann können wir den Torger Reißzahn bauen und wir können hoffentlich bald auch den Wolfsumhang bauen. Dann haben wir eigentlich schon mal erstmal alles, was wir unbedingt brauchen. Also wir haben ein geiles Schild jetzt, dann haben wir noch einen guten Bogen und wir haben den Umhang, dass wir nicht andauernd Metz trinken müssen. Eigentlich soweit ganz cool. Schaut mal, hier hatte ich schon mal angefangen, ne? Hier wollten wir schon mal hoch. Ich glaube, es ist auch auf jeden Fall... Hier gibt's auch was. Was gibt's hier? Ob es hier auch Silber gibt? Ist es das nicht nur im Gebirge gibt? Echt mal interessant zu wissen. Hier wird's weniger. Wo ist es denn? Bin mir nicht sicher, ob wir ins Wasser sollen. Noch einer. Noch einer. Wo kommt denn hier alle her? Hier wird es irgendwie auch weniger. Aber es stand ja auch da, dass man auch Bodenschätze... Ma, wo kommen denn die alle her? Dass man auch Bodenschätze findet. Ja, hier wird es schneller. Hier wird es wieder weniger. Gar nicht so einfach. Ach, ist doch gut. Na gut, ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal das Glibber. Ich habe jetzt keine Lust, so viel Zeit zu vertrödeln. Weil das Glibber hat jetzt erstmal Vorrang. Ich glaube, es war dumm, die Großen zu bauen. Die Kleinen hier machen es doch auch. Kosten nicht so viel. Ah. Komm schon. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Es ist gar nicht so easy, ne? Weil wenn wir dann ab einer gewissen Höhe runterfallen, wird es halt auch echt ein bisschen eklig. Vielleicht probieren wir es so. Ich glaube, einfach abhacken können wir nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich so hochlaufen.
Anders wird das nix. Na, ah, 51 Schaden. Wow. Seh schon, wir sterben hierdurch noch. Haben wir noch Giftwiderstand? Haben wir noch? Alles gut. So, heal dich mal ein bisschen hoch. Hauen wir uns ein Med rein? Nee, wir hauen uns kein Med rein. Na, wir müssen dann unbedingt mal wieder neue Meds herstellen. Menno. Ich glaube, mit so Leitern wäre das echt schlauer gewesen als das hier. Oder generell so richtige Treppenstufen. Ja, jetzt komme ich natürlich da nicht mehr hoch. Ich hoffe, da springt ein bisschen was an Glibber raus. Nicht, dass wir hier 10 Bäume abarbeiten müssen. Ich glaube, dann verzweifle ich. So, erstmal her damit. Dann wieder auf das. Dann hier wieder einen hin. Auf den drauf. Auf den drauf. Nein! 41. Ey, das gibt's doch nicht. Schon wieder am selben. Tut mir leid, dass wir so viel Zeit gerade verplempern. Aber es ist auch echt nicht so easy. So. Warum schaffen wir denn den nicht? Weil da drüben das Glibber ist oder warum? Sollte ich lieber nochmal hier näher einen ranbauen? So vielleicht. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, mit was wir das abbauen. Das macht keinen Schaden. Sag jetzt nicht, ich brauche die Axt dafür. Okay, das funktioniert. Zweimal Glibber. Da unten liegt noch was. Ich habe gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst, hier noch weiter höher zu gehen. Weil wenn wir dann runterfallen, wird es halt richtig schlecht. Aber wir müssen. Komm schon, bau irgendwo hin. Geh nicht so weit weg, da habe ich Angst. Näher ran, bitte. Gott, das schaffe ich doch im Leben nicht zu springen. Obwohl, da kann ich jetzt hier noch einen dran bauen, genau. Perfekt. Und so. Und abbauen. Da gab es nochmal 3 und da unten liegt auch noch was und wir haben 7. Denkt ihr, das reicht? Ich will jetzt erstmal wieder hier runter. Ich habe echt Schiss, dass wir sterben. Dann gucke ich lieber mal, die Folge ist eh bald zu Ende, wie viel Glibber wir wirklich brauchen. Ich wüsste auch nicht, dass wir das Glibber noch für irgendwelche anderen Sachen brauchen. Zumindest, aktuell noch nicht. So, gib mal Glibber. Zack. Und dann haben wir 14 Glibber zusammen. Mal gucken, ob das reicht. Ich google da nach der Folge hier mal. Sind leider eh schon wieder Richtung Ende der Folge unterwegs. Es vergeht immer so schnell die Zeit. Ich kann es immer wieder nur sagen. Man schafft kaum etwas. Naja, dafür haben wir dann den Med fertig. Wir haben jetzt ein geiles Schild. Und wir können dann nächste Folge wieder ins Gebirge. Noch ein bisschen Silber suchen und hoffentlich eine Wolfstrophäe mit heimbringen. Das wäre schon mega cool. Dann haben wir den Umhang und dann können wir uns weiter vorkämpfen. Frage ist halt noch, wie wir das mit diesen Dracheneiern machen. Wenn wir den Gürtel noch nicht haben, dann können wir anscheinend immer nur eins transportieren und müssen irgendwo Truhen bauen und die dann Stück für Stück immer ranbringen. Ist halt wahrscheinlich sehr, sehr umständlich, aber ich habe auch gerade echt keine Lust mehr nach dem Händler zu suchen. Nicht, wenn hier so viele Seeschlangen unterwegs sind. 14 Glibber, mal gucken, ob es reicht. Wir haben bestimmt 20 sein oder so, die wir brauchen. Aber dann können wir noch ein bisschen Silber suchen und dann endlich den Torga Reißzahn bauen. Das ist ja wirklich erstmal der geilste Bogen. Weiß nicht, ob es mittlerweile schon einen besseren gibt, aber mein letzter Stand war der, dass das wohl der beste Bogen überhaupt ist. So, na gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Ich werde jetzt außerhalb des Let's Plays mal noch ein bisschen Inventar aufräumen, dass wir die nächste Folge gleich Richtung Gebirge starten können. Vielen Dank fürs Zuschauen, morgen geht's weiter, bis dahin. Macht's gut!